Anfang November erwartet uns ein Biopic über den Mann in den deutschen Kinos, der in den 40er Jahren die Comicfigur der Wonder Woman erfand, aber auch die Vorbilder und sein Leben, die dazu führten. Und damit geht es hier jetzt um Professor Marston and the Wonder Woman. Dr. William Marston lehrt als Professor in den 20er und 30er Jahren an der Harvard-Universität Psychologie. Darüber hinaus entwickelt er mit seiner Frau Elizabeth und der Studentin Olive den Lügendetektor, dessen Analyse der Wahrheit, aber auch die Antworten sehr intimer Fragen ans Tageslicht bringt. Dadurch gerät das Leben dieser drei Menschen sehr ins Wanken und mündet in einer Dreiecksbeziehung, die zu jener Zeit in der Öffentlichkeit als Perversion abgetan wird und das berufliche Leben aller drei zu vernichten droht. Aber aus dem Leben mit diesen sehr unterschiedlichen und auf ihre Art und Weise sehr starken Frauen erschafft William 1941 die weltweit erfolgreiche Comicfigur der Wonder Woman, aber auch das unter Protest der Öffentlichkeit. Ist das das, was du wirklich willst? Dr. Marston, jede Ausgabe von Wonder Woman ist voller Gewalt, Folter und Sadomasochismus. Dieses abnormale Verhalten in ihren Comics ist rücksichtslos. Man darf einer Frau nicht vorschreiben, wie sie ihre Freiheit nutzt. Sie muss es allein herausfinden. Wenn du die Gedanken einer Frau verstehen willst, kannst du jetzt damit anfangen. Du bist fantastisch, reinen Herzens, urkomisch und wild. Du bist mein Liebling. Professor Marston and the Wonder Woman geht 108 Minuten. Eine Altersfreigabe ist momentan noch nicht bekannt, aber weil es hier und da ein bisschen explizite Szenen gibt, denke ich mal, dass der Film Richtung FSK 12 einzuordnen ist und startet ab dem 2. November 2017 in den deutschen Kinos und erzählt eben die Geschichte des Schöpfers hinter Wonder Woman und vor allem diese Dreiecksbeziehung, die viel in seinem Leben Raum eingenommen hat, aber letztendlich auch dieses Vorbild geschaffen hat von verschiedensten Elementen, und dabei entsteht ein sehr, sehr nahes Drama, das sehr authentisch wirkt, sehr leidenschaftlich, was vor allem in einer gewissen Intimität, aber auch gegen einem oder in einem Gegenüberstellen gegen die Öffentlichkeit und der öffentlichen Meinung ein Stück weit mündet und die Frage, welche Liebe darf sein, welche Liebe darf nicht sein, was muss im Verborgenen geschehen, um am Ende trotzdem noch überleben zu dürfen und in der Öffentlichkeit zu arbeiten. Viele wichtige Themen, vor allem in einer Zeit rund um die 20er, 30er und 40er Jahre, in dem wir uns befinden, wo natürlich noch einmal ganz andere Vorurteile aufeinander prallen, und am Ende entsteht hier bei Professor Marston and the Wonder Woman ein richtig stark gespieltes Drama und gleichzeitig eben auch Biopic, bei dem das Ganze auf einer wahren Geschichte beruht. Aber dazu beim Fazit ein paar Worte mehr. Reden wir kurz über den Cast und eben über die drei Hauptakteure. Luke Evans findet man unter anderem ja immer wieder in großen Blockbustern, sei es im Fast and Furious Franchise bei Dracula Untold, aber auch immer wieder in kleineren Filmen. Und hier als William Marston und damit mit einer der titelgebenden Figuren, die er spielt, hat er eine sehr ruhige, besonnene Art, eine sehr interessierte und vor allem auch sehr leidenschaftliche. Und zwischen zwei Frauen, die sehr unterschiedlich sind, ist auf der einen Seite jemand, der fasziniert ist und gleichzeitig auch wieder versucht, ein Bindeglied zu sein, und er schafft es vor allem, diese Leidenschaft und diese Gedankenwelt eines Mannes, der sich auch ein Stück weit als Psychologe, dadurch als Wissenschaftler und Erfinder des Lügendetektors auch ein wenig emporheben will, ein Bild und eine Figur, die richtig interessant ist, aber die vor allem sehr sinnlich wirkt und vor allem der man auch gerne folgt, als einer dieser drei Elemente, die diese Geschichte tragen. Dann noch Rebecca Hall dabei als Elizabeth Marston, die Ehefrau an der Seite, eine sehr harte, dominante, starke, taffe, brillante, intelligente Frau, die klar heraussagt, was sie denkt. Das schickt sich nicht unbedingt mit dem Frauenbild zu jener Zeit, um ein Stück weit sinngemäß den Film zu zitieren, aber von vornherein macht sie klar, dass sie eben anders ist als die meisten und dadurch auch für ihren Mann durchaus interessant und gleichzeitig aber auch eine wuchtige Gewalt in ihrer Ehe, und das wird dann ergänzt eben durch die Studentin Olive Byrne, gespielt von Bella Heathcote, die auf eine sehr weiche, unverdorbene, pure Art und Weise das Gegenteil von Elizabeth verkörpert, aber eben in der Ruhe eine ganz starke Kraft hat. Und diese drei zusammen ergeben ein Konstrukt unterschiedlicher Energien, dem es wirklich viel Spaß macht zuzuschauen. In den traurigen und tief zerrüttenden Momenten, genauso wie in den leidenschaftlichen, liebevollen, auch sehr physischen Momenten, ist das eine interessante Konstellation. Und vor allem diese Figur der Wonder Woman, die sich nach und nach rauskristallisiert, und die Frage des Frauenbildes und der Stärke und eben Nichtstärke und dem Voranschreiten zu einer Zeit, wo eben gewisse Vorurteile oder Vorbilder oder feste Meinung der Gesellschaft, wie wer zu funktionieren hat,
dominieren. Es ist das unglaublich schön zu sehen, diese drei Elemente zu haben. Die Kameraarbeit ist sehr ruhig, sie ist warm, liebevoll, ästhetisch, versucht auch das Ästhetische und Leidenschaftliche nach draußen zu stellen und fast manchmal mit dem Spiel von Licht und Schatten kleine Kunstwerke zu erschaffen. Hat mir ausnehmend gut gefallen, das in den Vordergrund zu rücken. Die Szenenbilder wechseln eher zwischen Harvard als Universität oder dem Zuhause der unterschiedlichen Figuren. Jetzt nichts, wo ich sagen würde, okay, das war jetzt von dem Setting her besonders herausstehend. Die Musik ist begleitend, auch nichts, was mir besonders positiv oder negativ aufgefallen ist. Kostüm und Make-up ist direkt das Thema des Films, weil es auf der einen Seite eben um Wonder Woman geht und ja auch bis heute immer wieder diskutiert wird, warum sie mit einem solchen Kostüm auftritt, woher das vielleicht kommt an Elementen, und dadurch ist es direkt der Gegenstand des Films auf der einen Seite. Auf der anderen Seite werden die Figuren auch damit beschrieben. Also während Elizabeth oft ein bisschen dunkler und strenger und enger und gleichzeitig aber auch ein bisschen farbenfroher als es und alle anderen weiblichen Figuren innerhalb des Films haben angezogen, ist da eben Olive etwas einfacher, gestrickter, zusammengezürter, aber trotzdem klassisch schön angezogen, und so ist es eben den Figuren angeglichen, um das mal zu beschreiben an dieser Stelle. Dann trotzdem ansonsten an ein relativ hohes Niveau, was das eben angeht, weil wir eben hier Figuren aus gutem Hause mit hohem Bildungshintergrund haben, ist man ansonsten sehr gepflegt unterwegs, was das angeht, auch wenn dann wieder die reinen Liebesspiele oft mit Verkleidung zu tun haben. Also ist hier ganz speziell Make-up und dann Kostüm mal rauszuheben, eben als Element, was ein Stück weit mit den Geschlechterrollen spielt und gleichzeitig aber auch so ein bisschen Abstand vom Alltag schaffen soll, zu inszenieren, das Ganze ein besonderer Aspekt. Ansonsten, diese wahre Geschichte, wenn man mich fragt, was finde ich gut daran? Ich finde, es ist ein starkes Drama, es ist gut gespielt, es wirkt leidenschaftlich, es wirkt echt, es ist spannend, und vor allem diese Figur der Wonder Woman, wo wir oft heutzutage gerade im Filmbereich der Superhelden irgendwie gar nicht mehr hinterfragen, wo kommt die Figur her, in welchem zeitlichen Kontext ist sie entstanden, und jede Superheldenfigur hat ihre bestimmte Zeit in der Menschheit, warum sie dann dort funktioniert hat und einen bestimmten Ruhm bekommen hat, wenn man sich mal mit der Geschichte der einzelnen Figuren beschäftigt und wann sie entstanden sind und warum sie so erfolgreich wurden, geht das auch ein Stück weit eben für Wonder Woman. Und von dieser Figur bekomme ich nach diesem Film nochmal einen anders gelagerten Respekt und vor allem ein Wissen. Das hat mir alles gut gefallen. Was finde ich vielleicht nicht so gut? Man muss eben Lust auf einen solchen Film haben, weil viele, die vielleicht reingehen und sagen, oh, das hat irgendwas mit Wonder Woman zu tun, erwarten was ganz anderes. Das ist ein klassisches Biopic, was sehr auf Drama angelegt ist und vielleicht eher für Cineasten gedacht. Muss man also wollen, muss man Lust drauf haben, und vielleicht ist ein wenig, manche Situationen sind für mich persönlich ein Ticken zu Klischee überladen, ein bisschen zu überspielt, was diese Grundvoraussetzung der Rollenfiguren angeht. Aber vielleicht war das eben doch so stark zu jener Zeit, aber das sei vielleicht noch mit ein, zwei Fragezeichen versehen. Ansonsten, wer ein gutes Drama gerne sieht, ein gutes Biopic, ist für mich Professor Marston and the Wonder Woman eine absolute Empfehlung. Von mir bekommt er in seinem Genre 8 von 10 möglichen Punkten und insgesamt 7,5 von 10 möglichen Punkten. Und damit bin ich auch am Ende meiner Review zu diesem Film, und ich danke fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.